Ja, hallo Freunde der Spielkultur, auch auf YouTube. Wir haben Master of Orion 2, ach 2 sag ich schon, Master of Orion, ich weiß es, Defender of the Galaxy, nein, Blödsinn. Master of Orion, die Neuauflage, mal wieder angeschmissen. Und zwar, weil es gibt ja einen großen Early Access Patch Nummer 1. Und dabei sind ein paar neue Rassen dazu gekommen. Ich habe es ja in meinem separaten Video schon gesagt, wo wir in Fokus waren. Die Terraner sind dazu gekommen, die Klakonier, die Meckler. Jetzt, wobei ich sehr froh bin, weil die Klakonier waren früher bei MOO meine Lieblingsrasse. Und deshalb würde ich die jetzt gerne auch einmal spielen gegen eine sehr schwere KI. Und da habt ihr auch schon gehört, was dazu gekommen ist. Es gibt jetzt ein Schwierigkeitsgrad bei der KI, was man auch sehr schnell merkt. Ich werde mal Galaxiegröße klein, weil sonst spielen wir uns nämlich ewig tot. Galaxie-Typ. Ah, ne, müssen wir dann im Kreis spielen. So, nehmen wir mal den Seed hiervon. Erweiterte Einstellung, bla bla bla. Überlegenheit ist okay, Pixelschiffe nicht. Schwierigkeitsstufe auf sehr schwer. Menschen, Sakra. Ändern wir mal die in die Terraner. Und, na okay, lass mal die Menschen, die Terraner und die Meckler. Die Terraner sind ja das böse Spiegeluniversum. Also beziehungsweise so, als wenn die Menschengeschichte sich anders entwickelt hätte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Spiel überhaupt startet, weil die ja eigentlich beide auf der Erde starten. Die müssten beide im System Soll starten. Countless voices drone in the background noise of the Klakon hive mind, as they have for millennia over the surface of Koldon. The grunts of a worker, an infant's wail for nourishment, an elder's last breath. All shared as one, driven by a single purpose, to ensure the future of the hive. Now the Klakon swarm towards the stars. Their nature is as relentless as it is simple. To devour, to consume, to thrive. Ja. Revered and most beloved. Vor allem die Klakonier, der erinnert mich so unglaublich an diesen Film, ich glaube, wo die Ameisen bei Pixar oder bei irgendeinem Animationsstudio für diese Grillen oder Bienen oder was auch immer ihre ganze Nahrung sammeln mussten und dann den übergeben musste. So sieht nämlich mein Wissenschaftsoffizier aus, beziehungsweise mein Berater. Ja, Diplomatie wird auch noch lange für den Arsch sein. Jong sagt das gerade schon im Chat. So. Nämlich er sieht wirklich genauso aus. Wir haben leider am Anfang eine echt spärliche Heimatwelt. Das ist aber bei den Klakoniern so, die hier diese schönen Ameisenfigürchen haben. Das sehen wir schon daran, dass die diese relativ wenig Produktion haben. Und ist auch nicht so besonders groß. Aber ich hoffe mal, wir finden relativ schnell was. Eine Flotte wartet auf Befehle. Du kannst da bleiben, auf dem Heimatplaneten. Forschung auswählen. Hier, der Schlabiner. Genau, das große Krabbeln. Danke für den Titel des Films, gerade aus dem Chat. Da die Klakonier sehr gut sind in Produktion und im Vermehren, kann ich mir am Anfang eigentlich erlauben, direkt auf diese Physikforschung zu gehen, um die automatisierte Fabrik zu kriegen. Und danach würde ich dementsprechend, ob ich schon einen weiteren Planeten habe oder und so weiter und so fort, vielleicht sogar schon die Neutronenphysik etc. machen. Die Infos brauchen wir ja nicht. Das kennen wir jetzt schon größtenteils. So, fangt an mit den Biosphären, damit ich die eine Forschung dazu kriege. So, 7 Runden, dann ist das alles ein bisschen ausgeglichen. Die KI ist übrigens auf dem schweren Modus, also sehr schweren Modus. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie stark ist. Sagen wir mal so, dementsprechend wie die Umgebung ist, können die mithalten mit einem menschlichen Spieler. Ich hatte schon mal ein Testspiel gemacht gegen die, damit ich nicht total abkacke. Weil es ja auch sein können, dass sie mich total niedermäht. Aber dann ging es ja doch. Jedenfalls, ich habe das Spiel nicht ganz zu Ende gespielt. Ich habe, glaube ich, nur eine Alien-Rasse besiegt und dann driftet man ja eh schon von dem
von den Punkten her so ein bisschen ab. Und da sind die bösen Menschen direkt neben mir. Tut mir leid, ich kann nichts dafür, dass meine Rasse sich auf dem Planeten direkt in der Nähe von euch entwickelt hat. Aber ich wüsste mal schon, das wird unser erster Gegner. Upsala. Ach, Sirius ist auch hier. Wer es nicht kennt, YouTuber Sirius. Macht irgendwas mit Computerspielen. Und glaubt, dass ich mal YouTuber im LP erwähne. Oh oh. Oh, direkt super Planet. Zwei Mode, gewaltig, trocken, reicher Mineralien. Da habe ich echt Schwein, das ist ein guter Start. Anomalien kennen wir ja auch schon aus dem ersten Spiel. Der ist auch gut. Dann kauf den mal direkt ein. Wir müssen Warteschlange anzeigen, damit wir halt in der Row produzieren können. Und dann würde ich direkt ein Kolonieschiff ein weiteres bauen. Anstatt dass wir, wie man es eigentlich macht, würde ich als zweites die Fabrik bauen. Weil man kann halt mit der Fabrik direkt die ganzen kleinen Weltraumstationen bauen und sich so ein bisschen einbunkern vor der KI. Welcome to the Hall of Commons, Alien. Boah, diese Stimme kommt mir so bekannt vor. What do you propose? Ja, wir können ja leider noch mit dem noch nichts machen, mit Nicht-Angriffsabkommen oder sonst irgendwas, weil dazu fehlt uns noch die Forschung. Fare thee well. Alter! Na okay, der ist jetzt nicht so geil, aber ist auch erdähnlich. Das ist übrigens auch das größte Problem des Spiels aktuell, dass der Startpunkt wirklich viel, viel, viel damit zu tun hat, ob man gewinnt oder verliert, die Runde. So, 94 Credits bekommen. Der fliegt dann wieder in den normalen Raum. So, vor einem Gefecht ist es wichtig, die Stärke des Gegners zu berücksichtigen. Ich hoffe mal, dass die dämlichen Menschen von der Seite kommen. Dann bewacht er nämlich hier den Punkt. Und dann können die nämlich nicht da durchfliegen. Und jetzt nehmen wir schon den fetten Planeten hier ein. Beziehungsweise kolonisieren wir mal unseren zweiten Planeten. Ich finde es besser, wenn die Bugs eigentlich, die Käfer, wirklich wie die Bugs aus Starship Troopers einfach Sporen ins Weltraum schießen und dadurch andere Planeten besiegen. Ich glaube, das wird von der Spieldynamik dann ein bisschen schwierig. So, du machst die Hydrofarm erstmal. Ja, meine Mähne wird zurzeit immer länger, hat der Chat auch recht. Ah, da kommen Piraten von oben. Da muss ich dich da unten erstmal freilassen. Wir müssen nochmal zurück. This will benefit the hive. So, und ich habe einen Startfehler gemacht. Kann ich gleich sagen. Und zwar am Anfang kann man wirklich viel Kohle aus einer Bevölkerung pressen. Solange man halt bereit ist, hier den einen Streikenden in Kauf zu nehmen. Und kann die dafür verwenden, Gebäude fertig zu bauen, relativ schnell.
Bom, 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 bom. 10, 7. Neue Forschung müssen wir jetzt noch wählen. Physik ist abgeschlossen mit den automatisierten Fabriken. Da können wir in der Fregatte die Neutronenblaster ausstatten. So, wir haben zwar einen zweiten Planeten genommen. Aber dann nehmen wir eben die Forschung. Der Zerstörer ist jetzt noch nicht so wichtig. Die KI wird wahrscheinlich nicht so schnell aggressiv gegen uns vorgehen. Ach, deshalb ist der Planet noch nicht so gut. Der hat eine hohe Gravitation, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber so schlimm ist das nicht. Der nimmt halt nur 50% der seiner Leistung hat er im Moment. Wir können dann später Gravitationsstabilisator bauen. Und aber es dauert noch ein bisschen, bis wir den forschen können. Sehr reich, Wüstenplanet. Wäre gar nicht so schlimm und ein Artefakt hier. Dadurch kriegen wir einen Forschungsbonus, wie es gerade dabei stand. So, noch eine Runde warten, dann können wir den schon kaufen. Generell sollten wir stark genug sein. Wir werden jetzt übrigens im Kampf auch ein paar Neuerungen sehen. Da ist zum Beispiel bei der Flottenauswahl dieses Menü hier unten, wo wir angeben können, zum Beispiel, dass er die Geschwindigkeit angleichen soll oder hier Maximalgeschwindigkeit fliegen soll. Und das hier ist dieser rote Kreis, das ist nämlich die Range, in der das Schiff feuern soll. Also so gesehen, in dem Bereich soll es das feindliche Schiff halten, um es halt zu beschießen. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn du zum Beispiel einen reinen Raketenkreuzer hast oder sonst irgendwas. Ist aber immer noch Echtzeit. Also schalt das an oder aus. Und was sich auch geändert hat, das generelle Tempo. Das ist die Normalkampfgeschwindigkeit und es ist wirklich jetzt mal so eingestellt, dass es jetzt, ja, man kann reagieren. Und es werden Raketen jetzt endgültig mal vernünftig abgeschossen. Ja, greif den Asteroiden aus Versehen an. Na? Schön. Hab direkt den Bug gefunden. Ich habe irgendwas angeklickt und konnte da nicht mehr auswählen. Halt dich ein bisschen weiter weg, damit du nicht diese Phaser von denen kriegst. Und inzwischen funktionieren auch die Formationen hier unten, die auch unterschiedliche Hals Boni geben. Sehen wir ja, wenn wir drüber gehen. Da beschäftigen wir uns aber später stärker mit. Aktuell müssen wir nur die Piraten abschießen und hier ist ja auch jetzt nicht viel taktische Raffinesse drin. So. Dann zum Heimatplanet, dann kann die Flotte repariert werden, weil da nämlich eine Sternbasis ist. Ich versuche so ein bisschen Informationen mit reinzupacken. So, als nächstes dahin. Du bewegst dich mal. Das ist kein geiles System. Alpha Ceti haben wir noch einen großen Planeten. Ach, das dauert einfach mal 10 Runden dahin. Hm. Na gut, gehen wir doch dahin. Oder? Moment. Dann geh nach Sirius. Übrigens, wenn du einkaufst, immer alle Produktionsleute abziehen aus dem Bereich, weil du hast halt die restlichen Produktionen gekauft, da brauchst du keinen Mann hier verschwenden und kannst halt die lieber in anderen Bereichen einsetzen für die Runde.
So, das Forschungslabor und das die Regierungsunterstützungsbehörde. Mein Gott, typisch deutsch. So, zivile Transporte nennen wir auch nochmal massiv einsetzen. Sag, viel solltest du wegen der hohen Gravitation besiedeln, sagt der Finn. Aber die hohe Gravitation ist negativ übrigens für mein Volk. So, bam, 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 bam. Ich mache erstmal meine Heimatwelt voll. So, hier sind die Farmen fertig. Dann kann der auch anfangen mit der Produktion. Ah ne, macht die automatischen Fabriken. Meine Farm macht den Rest voll. So, den rüsten wir auf, damit das später nicht so teuer wird. Und dann warte einfach auf den Heimatplaneten. GNN, Galactic News Network. You are tuned to GNN, the only network that tells you what you need to know. Bringing it to you live. Galactic News Network, the galaxy's most reputable news source. So. Das GNN informiert uns ja immer über neue Sachen im Universum, die wir aber auch alle einsehen können. Nämlich beim Pfad zum Sieg. Ist nämlich auch neu jetzt. Es gibt den technologischen Sieg. Hier sehen wir übrigens, wie die KI mithält. Auch wenn es in ein paar Runden gespielt sind. Zum Beispiel die Terraner haben halt in der Forschung schon mehr gemacht als wir. Auch wenn das wahrscheinlich einer Forschung entspricht. Oder die sind überlegen in der Punktzahl. Die haben auch höher gestartet, sehe ich gerade. Das hat damit zu tun, dass meine Heimatwelt so billig ist. Das muss man einfach mit der Zeit noch kompensieren. So, hier mal runter, damit das hier auf eine Runde geht. Irgendjemand hat einen zweiten Planeten besiedelt. Boah, die Meckler haben schon 3 besiedelt. Das bedeutet, die haben sofort 2 Kolonieschiffe gebaut. Nee, die Menschen dürfen nicht gewinnen. Die Insekten müssen das nächste Volk sein, was das Universum beherrscht. Zehn Runden wäre 350. In 6 Runden. Jadio, danke für deinen Support. Fürs Abonnieren. Abo-Hype. So, neue Piratenflotte. Da haben die ihr Lager da oben an dem roten Stern. Der hat eine geile Stimme. Ich kenne die auch irgendwer. Ich akzeptiere es mal, weil unsere Beziehung dann besser wird. Together we will bring down the oppressors of the common people. Vierunddreißig Planeten hat er mir offenbart. Und da ist der Heimatplanet von denen. Alpha CT 1. Also sollte ich mich eher nach Osten halten. Vor allem, weil hier jetzt nicht so geile Planeten sind. Obwohl, hier unten könnte was Gutes drin sein.
Da unten sind die Men... Ah, nee, das sind die Meklar. This is the overseer of the Meklar Combine, contacting unknown naturally occurring life form. Com frequencies locked. Ich habe mich auch belehren lassen, die Meklar waren damals 50% Maschine, 50% menschlich. Und da sind jetzt die Menschen. Ich habe mich von der Farbe irritieren lassen. I am the president of the human republic. May the cooperation between our races be ever fruitful. Fruitful. Fruchtbar. Will of the Legion, this is for your con- Ach, pass mal auf, die haben alle ihre... Die Meckler haben direkt die Planeten bei sich im System besiedelt. Deshalb haben die auch so viele auf einmal besiedelt. So, gleich brauche ich bestimmt den, um weiterhin die hohen Steuern zu rechtfertigen. Ja, komm, die drei Runden. Sollte er genau die zwei brauchen? Ah ne, hier unten ist deren Heimatwelt. Da ist nämlich Meklon. Dann lass uns mal... Ah ne, die haben das Sprungtor da auch schon blockiert, okay. Toll, sind die direkt da hinten in so einem Loch, während ich wieder zwischen allen Welten bin. Ihr merkt, ich lege ein gutes Tempo vor diesmal. So, ihr seid gewachsen. Das ist doch schön. Ihr verliert aber gleich auch wieder einen Bewohner. Wir gehen jetzt mal eben massiv auf die Produktion des Kolonieschiffes, damit wir jetzt nicht ins Hintertreffen geraten. So. Galaktischer Rat wird gegründet, was aber total Banane ist, weil jeder immer für sich selbst stimmt. Der übrigens immer gegründet werden kann, sobald sich alle Rassen getroffen haben. Ich hatte nämlich letztes Mal diskutiert, als wir Multiplayer gespielt haben, ob das jetzt wirklich so ist, dass das mit den ganzen... Ob das damit zu tun hat, dass es eine gewisse Anzahl von Rassen gibt oder was so der Grundgedanke ist. Aber der Grundgedanke ist halt wirklich, sobald sich alle Rassen kennen, kann man halt entscheiden, ob irgendeiner der Vorstand sein soll. Von allen. Ich stimme mal für mich selbst. The Hive speaks for the Hive. Der Hive stimmt für den Hive. Da sehen wir, wir haben von den Stimmen her schon die Terranier und Menschen überholt. Nur die Meckler halten gerade noch mit. So, das kaufen wir direkt ein. Dann haben wir nämlich den zweiten Aufständigen direkt wieder weg, der im Moment streikt. The Hive Devisors have completed the improvement the mine demanded. Ja, da ist die Schildklasse drin. Dann lass uns mal mit der Forschung dahin gehen. Weil Schilde sind auch schon ziemlich wichtig am Anfang. Die halten unglaublich viel Damage weg.
for a speck of your time. Ja, Murto, das ist es nämlich. Du musst alle Rassen treffen, dann wird der Rat gegründet. Beziehungsweise kommt halt dieser interstellare Rat, der darüber entscheidet, ob irgendjemand nicht das Universum anführen soll. Lustigerweise wird der nicht zeitlich begrenzt, sondern der ist halt dann immer Ratvorsteher. Wahl zum Diktator. Was euch bestimmt auch schon aufgefallen ist, jetzt durch das Early Access, den ersten großen Patch. Ich habe es jetzt mal automatisch gemacht, weil hier kann uns nichts passieren. Ist, dass die Rundenwechsel länger dauern. Das hat halt mit der KI zu tun, die inzwischen ein wenig mehr mitdenkt als vorher und Entscheidungen trifft. Und nicht mehr so rumdümpelt im Universum. Was willst du mit deinem scheiß Kolonieschiff da? Der will hier durch. Das kannst du knicken. So, da haben wir ein Monster. Entschuldigung. Ich meine nicht, dass die Mechler zum Teil menschlich sind, sondern die sind halt zum Teil biologisch. Sind aber nicht von den Menschen erschaffen. Wir sind hier nicht in, obwohl selbst bei Mass Effect wurden ja auch die Maschinen nicht von den Menschen erschaffen. Das war ja hier das Volk, wo die Tali mit dabei war. Tali, Tani. So. Dann hole ich mir mal den Planeten. Auch wenn der hier hinten, ich glaube, der wollte hier hin. Der ist besser. Aber selbst wenn er mit dem Kolonieschiff jetzt ganz außen rum geht, ist das ja nix. Kommt ja nie an. Gut, biologisch hört sich für den Chat besser an. Ich finde auch gut, dass ich mich noch ausdrücken kann. Eine hohe Moral ist der Schlüssel zu einer glücklichen Bevölkerung. Ich dachte, extremes Vermehren ist der Schlüssel zur zufriedenen Bevölkerung. Ich glaube, danach können die erstmal die Verschmutzung aufheben. So, Biosphären abgeschlossen. Dann machen wir noch die Forschungseinrichtung und dann soll er die Sternenbasis machen. Du gehst nicht zum Wurm, weil der Wurm tötet dich. Ich scoute übrigens immer ziemlich viel manuell, weil die Scouts zu doof sind. I plead for a speck